Oberbürgermeister Westphal hat es in der Pressekonferenz gesagt, wir hier in Dortmund haben begriffen, dass wir für die Demokratie kämpfen müssen. Und deshalb gibt es bei uns den Sonderbeauftragten für Toleranz, Vielfalt und Demokratie. Sie haben das Amt jetzt neu übernommen. Was reizt Sie an dieser Aufgabe? Mich reizt an der Aufgabe, dass es ein partizipativer Prozess ist, ein Prozess im Dialog mit Menschen. Das ist über viele Jahre mein beruflicher Bereich gewesen und gleichzeitig daraus auch resultiert die Erkenntnis, wie wichtig das ist und wie wirksam das sein kann. Das heißt, wir müssen ins Gespräch kommen. Als Ihnen dieses Ehrenamt angetragen worden ist, da hat Ihre Frau Folgendes gesagt: Das kannst du nicht nicht machen. Was wollen Sie denn als Erstes machen? Wir werden jetzt zum einen den lokalen Aktionsplan weiterentwickeln, möglichst bald auch, so gut es geht. Und gleichzeitig in den vorhandenen Strukturen zunächst mal mich kundig machen, um dann zu entscheiden, was sind die weiteren Schritte. Und bitte. Die Aufgabe hat sich inzwischen verändert. Anfänglich ging es hauptsächlich gegen Rechtsextremismus. Mit welchen Aufgaben rechnen Sie jetzt? Wir haben das Spektrum ja im Grunde schon durch die Beauftragung des Rates dann erweitert. Es geht um letztendlich alle Formen von Extremismus. Es geht nun mal wieder aktuell um das Thema Antisemitismus. Da haben wir ja nur auch schon ganz konkret in den letzten Wochen Anlässe zu gehabt. Und es geht natürlich dann um das Thema Demokratieerhalt und Demokratieförderung. Viel Erfolg für Ihre Aufgabe. Dankeschön für das Gespräch.